Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den Custom Cards und zwar dieses Mal mal wieder mit einer Random Cards Folge. Wenn ihr mir Karten einsenden wollt, dann schaut in die Beschreibung, denn da steht mein Discord und meine E-Mail-Adresse, wo ihr mir Karten einsenden könnt. Ich würde euch aber empfehlen, das Ganze per E-Mail zu machen, weil ich da ganz sicher alle Einsendungen sehe, während per Discord ziemlich viel gespammt wird. Und wenn ihr mir Karten einsendet, dann bedenkt bitte, dass die Karten irgendwie Konami-ähnlich aussehen sollten, vom Artwork her. Das heißt, die müssen so aussehen, dass man es sich vorstellen könnte, dass Konami die so rausbringen würde. Das wäre mir sehr wichtig. Und ansonsten stehen in der Beschreibung nochmal alle Regeln fürs Einsenden der Karten und dann könnt ihr auch in diesem Format auftauchen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute zeigen werde und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Solange diese Karte offen auf dem Feld liegt, werden während jeder deiner Standby-Phasen die ATK und Def und die Kampfposition aller Monster auf dem Feld getauscht und die Eigenschaften aller Wassermonster zu Erde und die aller Erdemonster zu Wasser. Jedes Mal, wenn die Kampfposition dieser Karte geändert wird, ziehe eine Karte und werfe eine Karte ab. Ich finde die Karte verdammt cool gemacht, muss ich sagen. Sie ist als Tributmonster nicht zu stark, denn sie ist halt relativ langsam und sie passt halt perfekt zu dem, was sie sein möchte, denn sie ist quasi ein Gezeitendrache, Ebbe und Flut halt, wodurch sich halt die Eigenschaften ändern, also von Erde zu Wasser und wieder zurück und zudem werden halt die Kampfpositionen von einem Monster getauscht, was durchaus manchmal gar nicht mal so schlecht ist. Aber nicht nur das, auch die Angriffspunkte und Verteidigungspunkte der Monster werden gewechselt, was auf jeden Fall auch interessant ist. Das kann man eigentlich ganz gut abusen, auch heute noch und dementsprechend finde ich die Karte sehr, sehr cool gemacht. Zudem kann man seine Hand so ein bisschen erneuern, das ist auch nicht übel und sie hat halt auch recht gute Werte. Und ganz wichtig, sie ist selbst von diesem Effekt nicht so sehr betroffen, denn sie hat halt identische Angriffspunkte und Verteidigungspunkte, wodurch sie permanent relativ safe auf dem Board liegt, weil sie gute Werte hat und diese auch nicht nach einer Runde verliert, weil sie irgendwie nur 1000 Def hat oder so. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Monster, das man durchaus auf verschiedenste Art abusen kann und die Grundidee des Effektes passt halt perfekt zum Kartenbild und dem Namen und deswegen ist es einfach in meinen Augen ein sehr, sehr cooles Gesamtbild. Danke an Zeus Adler, sehr coole Einsendung und so eine Karte könnte ich mir gut vorstellen und broken ist sie auf keinen Fall. Die nächste Karte nennt sich Hirsch des verwünschten Waldes und das Ganze ist ein Stufe 4 Synchromonster mit der Eigenschaft Erde und dem Typen Pflanze und den Werten 2100-1000. Und es ist ein Empfängermonster, ein Empfänger-Synchromonster, was sehr interessant ist. Und es wird beschworen durch ein Empfängermonster vom Typ Pflanze und einem oder mehr Nicht-Empfängermonstern, also nicht ganz generisch. Und der Effekt lautet, falls diese Karte beschworen wird, grabe die obersten zwei Karten deines Decks aus und lege sie auf den Friedhof. Falls durch diesen Effekt ein Monster vom Typ Pflanze ausgegraben wird, du kannst ein Monster vom Typ Pflanze aus deinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören, aber seine Effekte werden annulliert. Die Karte stammt von dem Zuschauer Adam Lawson und ich muss sagen, ich finde die Karte gar nicht mal so scheiße. Sie ist halt eine sehr gute Supportkarte für die Pflanzen, denn die bauen halt sehr gerne auf Synchro-Plays und so eine Karte würde den Pflanzen auf jeden Fall helfen, denn hiermit kann man einiges anstellen. Man kann einfach so zwei Karten ausgraben und dann ein Pflanzenmonster von Grave specialen, wenn halt ein Pflanzenmonster dabei war. Und das dürfte halt nicht so unwahrscheinlich sein. Und dadurch kann man halt auch Karten specialen vom Grave, die man halt nicht gerade ausgegraben hat. Und das ist recht interessant, zumal man die Karte halt auch mehrmals pro Spielzug einsetzen kann. Vielleicht sollte man lieber einen Monster-Turn-Effekt einführen, man muss aber auch sagen, dass solche Decks im Link-Format nicht mehr das sind, was sie mal waren und vielleicht wäre ein Monster-Turn-Effekt gar nicht mal notwendig. Aber gut, wie gesagt, bei Loop-Karten, gerade bei Pflanzen und Ungeheuern und so, sollte man vorsichtig sein, das kann schnell mal eskalieren mit irgendwelchen OTKs oder FTKs und das will keiner haben, deswegen wäre vielleicht ein Monster-Turn-Effekt angebracht. Aber eine schlechte Karte ist es auf keinen Fall, wenn, dann ist sie vielleicht ein bisschen zu gut, aber ich würde sagen, diese Entscheidung überlasse ich euch in den Kommentaren, da werden wahrscheinlich wieder einige Meinungen zu den heutigen Karten drinstehen. Doch da kommen wir auch schon zu der nächsten Karte, und zwar die Karte Beatri Dunkelbringer. Die wurde von Aubertin eingesendet, ein Zuschauer, der schon sehr viele Karten eingesendet hat. Und das Ganze ist ein Stufe 4 Finsternismonster mit dem Typen Unterwäldler und den Werten 1100-1000. Und diese Karte wäre ein sehr guter Support für Dark World, also das Deckthema Finstere Welt. Und ja, die Karte hat den Effekt. Wenn diese Karte beschworen wird, wirf eine Karte aus deiner Hand auf den Friedhof ab, was halt die ganzen Dark World-Effekte triggern würde. Once per Turn, du kannst deiner Hand ein Finsternismonster von deinem Friedhof hinzufügen. Und das ist halt ein verdammt guter Effekt in Dark World, weil man könnte einfach ein Dark World Monster abwerfen, die sind alle Finsternis, und dann wird der Effekt getriggert und dann kann man das Monster durch Beatri Dunkelbringer once per Turn wieder auf die Hand nehmen und dann durch eine andere Karte nochmal abwerfen, um wieder den Effekt zu bekommen. Und das generiert halt Kartenvorteile und sowas braucht das Deck halt auf jeden Fall, denn Dark World ist alles andere als Meta, das wissen wahrscheinlich die meisten. Und ich denke, so eine Karte würde dem Deck auf jeden Fall sehr helfen, ohne es broken zu machen, deswegen eine Top-Karte. Und soweit ich weiß, wurde die Karte auch mal wieder selbst gemacht von Aubertin, deswegen großen Respekt, sehr cooles Design. Und sie ist auch Finsternis, wodurch sie ein gutes Target wäre für Verlockung der Finsternis gegebenenfalls, wenn man sie öfter zieht. Also alles in allem eine sehr gute Support-Karte für Dark World. Und was ich auch sehr cool finde, man kann die Karte eher nicht spielen in anderen Decks, denn man muss eine Karte abwerfen.
und dementsprechend wird die Karte auch nicht zu einem Universal-Staple werden. Klar, man könnte die Karte trotzdem in einigen Decks spielen, außerhalb von Dark World, aber unfair finde ich sie trotzdem nicht. Doch die nächste Karte ist auch von Aubertine und die finde ich persönlich noch cooler, und zwar die Karte Trell. Das ist eine Fusion aus einer Zauberkarte und einer Fallenkarte, sprich Trap und Spell. Und das Ganze ist eine Schnellzauberkarte mit dem Effekt: Verbanne eine Zauberkarte und eine Fallenkarte in deinem Friedhof, beschwöre ein Fusionsmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, aber es kann nicht angreifen, außerdem wird es während der Endphase verbannt. Die Spezialbeschwörung wird als Fusionsbeschwörung behandelt. Du kannst nur einen Trell pro Spielzug benutzen. So. Die Karte ist also Bonspare-Turn und man kann damit ein hochstufiges Fusionsmonster aus dem Extra-Deck holen, wenn man eine Zauberkarte und eine Fallenkarte vom Grave verbannt. Und dementsprechend kann die Karte tot in der Hand sein, in der Starthand wäre die Karte beispielsweise ziemlich mies, denn im ersten Spielzug hat man logischerweise noch keine Fallenkarten im Grave normalerweise. Und das ist halt ein Problem. Und das sorgt auch dafür, dass die Karte relativ gebalanced ist. Aber es gibt halt schon einige Plays, die mit der Karte ziemlich gut wären, zumal man damit auch ein Target für Link-Plays hätte. Also man könnte einfach so ein Extra-Deck-Monster aus dem Extra-Deck specialen damit und dann das Monster zu einem Link-Monster machen, theoretisch. Das wäre ganz nett, aber es geht auch noch weiter, und zwar kann man die Effekte des Fusionsmonsters ja noch nutzen. Das heißt, man kann mit Trell quasi in der gegnerischen Runde irgendwelche Fusionsmonster rausbringen, die halt zum Beispiel Negate-Effekte haben oder dergleichen. Da gibt's bestimmt ein bisschen was. Also, die Karte ist recht universal einsetzbar. Man kann die Fusionsmonster auch als Tributvater nutzen oder sonst irgendwas. Ich denke mal, man würde sie durchaus einige Male sehen in einigen Decks und sie wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Und das Artwork finde ich hier mal wieder ziemlich nice, aber gut, das ist halt Aubertine, der macht eigentlich immer coole Artworks. Doch von Zeit zu Zeit zeige ich euch auch mal ein paar Bossmonster, und zwar dieses Mal die Karte Garasiel, der legendäre Drache. Die Karte wurde designt von Tom Mark Kekse, geiler Name by the way. Und es ist ein Stufe 10 Lichtmonster mit dem Typen Drachen und den Werten 3500-2500 und dem Effekt: kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer durch ihren eigenen Effekt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, indem du drei Monster vom Typ Drache als Tribut anbietest. Diese Karte bleibt von Karteneffekten unberührt. Einmal pro Spielzug eines beliebigen Spielers, wenn dein Gegner ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört, ziehe zwei Karten. Dein Gegner kann das als Spezialbeschwörung beschworene Monster als Tribut anbieten, um diesen Effekt zu annullieren. Ich finde die Karte eigentlich ganz gut gebalanced. Sie ist quasi als Drachenmonster ein ganz cooler Boss, theoretisch. Also man könnte sie sich ganz gut vorstellen. Und sie ist quasi ein Tower. Und die Sache ist halt die: man kann die Karte ohne Problem umrennen durch beispielsweise Utopia's Lightning. Also unfair wäre die Karte nicht. Man kann sie nach wie vor durch Kampf zerstören, doch sie liegt halt relativ solide auf dem Board. Und wenn man beispielsweise den Garasiel zusammen mit einem Sword and Strike liegen hat, dann kann man den Utopia's Lightning einfach zerstören durch halt Sword and Strike, und dann liegt Garasiel für den Rest des Duells wahrscheinlich so solide, dass er das Duell für sich entscheiden wird. Also durchaus kein schlechtes Bossmonster. Man muss dafür drei Monster von dem Drache wegtributen, was auf jeden Fall nicht einfach ist, aber auch das kriegt man heutzutage relativ gut hin, wenn man es richtig anstellt. Und ich finde die Karte eigentlich ganz nice. Vom Design her passt sie ganz gut zu Yu-Gi-Oh! Sie ist vielleicht ein kleines bisschen overdesigned, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Und naja, ich finde die Karte noch auf jeden Fall Konami-ähnlich genug, dass sie hier reinkommen kann in dieses Format. Und vom Effekt her ist sie eigentlich ein gut gebalanceter Tower, den man sich im Spiel vorstellen kann. Deswegen warum nicht? Ganz coole Karte und danke an Tom. Doch das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Custom Cards. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute gezeigt habe. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit einer weiteren Themendeck-Folge. Deswegen, wenn ihr mir Themendecks einsenden wollt, habt ihr jetzt nochmal die letzte Chance dafür, in der nächsten Folge dran zu kommen. Und dann schaue ich mal, welches Themendeck ich nehmen werde. Ich habe schon ein, zwei, die man vielleicht nehmen könnte, aber mal schauen, ob da noch was Besseres kommt. Würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Ansonsten schickt mir natürlich wieder gerne Karten ein. Und denkt bitte daran, dass die Karten am besten über die E-Mail-Adresse einzusenden sind, denn da schaue ich am meisten rein und da gehen auch keine E-Mails unter. Das passiert einfach nicht, weil ich halt in den Livestreams immer alle E-Mails durchgucke mit euch zusammen und auf die Karten so ein bisschen reagiere. Also wenn ihr die Streams verpasst habt, dann schaut mal auf Twitch nach und folgt mir, wäre sehr cool. Und ja, ich denke mal, das wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, weil dann wisst ihr, was ihr falsch gemacht habt, gegebenenfalls, wenn ihr nicht drangekommen seid. Und alle Karten, die ich in den Livestreams quasi in meinen Auswahlordner packe, die hätten es potenziell in das Format schaffen können. Gut, ansonsten schaut in meine Endcard, links ist mein Gaming-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formats, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.